Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Rafiki in den Filmen nicht existiert hätte? Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem Video. Rafiki ist für das König der Löwen-Universum einer der wichtigsten Charaktere. Er hat immer einen guten Ratschlag parat und sorgt dadurch unter anderem auch dafür, dass Simba mit Mufasa sprechen konnte. Aber was wäre, wenn er nicht existieren würde? Dieses Szenario würde tatsächlich die Filme von Anfang an komplett durcheinander werfen. Beginnen wir chronologisch mit den Änderungen im Kanon. Sofern ich nichts übersehen habe, wäre das erste Ereignis, das sich ändern würde, der Moment, als Timon nicht weiß, wo er hingehen soll. Denn möglicherweise würde er ohne Rafikis Hilfe weder zum Königsfelsen finden, noch dort auf Pumba treffen. Außerdem würde er den Spruch Hakuna Matata auch nicht kennen, denn auch das war eine Weisheit, die Rafiki ihm gab, als Timon keine Ahnung hatte, wo er hingehen soll. Also wir können mal festhalten, dass die Story ohne Rafiki von Anfang an schon komplett im Eimer wäre. Denn wenn sich Timon und Pumba nicht getroffen hätten, wären die beiden vermutlich auch nie in diesen Dschungel gegangen. Das wiederum hätte zur Folge, dass sie Simba nicht hätten retten können und er somit in der Wüste gestorben wäre. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Timon und Pumba sich zufälligerweise doch irgendwo getroffen hätten und sie auch zufälligerweise doch irgendwie in diesen Dschungel gefunden hätten. Wie wäre es dann weitergegangen? In diesem Fall hätten sie Simba wahrscheinlich auch gefunden und gerettet. Die drei hätten glücklich im Dschungel gelebt, bis zu dem Tag, an dem Nala auftauchte. Sie hätte Simba gebeten, wieder zurück zum Königsfelsen zu kommen und Scar herauszufordern. Allerdings wollte Simba das nicht, da er sich noch immer für den Tod von seinem Vater verantwortlich fühlt. Und theoretisch würde Rafiki jetzt wieder auftauchen und ihm auf den richtigen Pfad helfen. Da das in dieser Theorie allerdings nicht möglich ist, gehen wir hier von zwei Theorien aus. In der ersten Theorie würde Simba nicht zum Königsfelsen gehen und im Dschungel bei Timon und Pumba bleiben. Somit würde Scar noch König bleiben und das geweihte Land würde weiter und weiter aussterben. Die zweite Möglichkeit wäre, dass er sich von selbst dazu entschließt, zum Königsfelsen zu gehen oder möglicherweise seinen Vater einfach so sieht, ohne die Hilfe von Rafiki. Er würde sich also entscheiden, zum Königsfelsen zu gehen. Allerdings hätten wir jetzt das nächste Problem. Wie wir aus dem Film über Timon und Pumba wissen, wollte Pumba seinem Freund beistehen und ihm helfen. Timon sah das Ganze allerdings etwas anders und wollte eigentlich im Dschungel bleiben. Immerhin hatte er hier eine bequeme Heimat gefunden. So trennten sich die beiden, Timon blieb im Dschungel und Pumba folgte Simba. Und auch hier hatten wir es eigentlich wieder Rafiki zu verdanken, dass sich Timon dann doch dazu entschlossen hatte, Simba beizustehen. Allerdings glaube ich, dass es hier auch ohne Rafiki dazu gekommen wäre, dass Timon Simba folgt. Denn früher oder später hätte Timon eingesehen, dass es ohne seine Freunde nicht das gleiche ist. Den Kampf zwischen Hyänen und Löwen am Königsfelsen hätten sie vermutlich aber trotzdem ohne Rafiki gewonnen. In König der Löwen 2, Simbas Königreich, wäre der Einschnitt ohne Rafikis Anwesenheit genauso gravierend wie in König der Löwen 1. Gleich wie im ersten Teil würde hier keine Zeremonie für Kiara abhalten. Allerdings glaube ich, dass das für die Story gar nicht so eine wichtige Rolle spielen würde. Problematischer wird es erst dann, wenn es darum geht, Kiara und Kovu zu verkuppeln. Denn das hätte ohne Rafiki wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Denn Simba wollte Kovu erst gar nicht aufnehmen. Das geschah eigentlich nur durch die Hilfe von Rafiki. Und auch die Garde der Löwen hätte ohne Rafiki nicht wirklich funktioniert. Wir können also abschließend sagen, dass die Story ohne Rafiki komplett im Eimer gewesen wäre. Die Theorien, die wir in diesem Video aufgestellt haben, gehen eigentlich von einem äußerst positiven und ziemlich unrealistischen Szenario aus. Denn wie am Anfang schon erwähnt, wäre es ziemlich unwahrscheinlich, dass Timon und Pumba sich am Königsfelsen kennengelernt hätten. Und somit würde König der Löwen 1 eigentlich damit enden, dass Simba in der Wüste stirbt. Was ein ziemlich trauriges Ende wäre. Wenn ihr euch jetzt noch für die Geschichte von Rafiki interessiert, findet ihr im Abspann ein Video zu ihm. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!